ist das? Schaut, das ist ein Buch. Vielleicht ein Buch über Piraten mit einer Schatzkarte. Nein, das glaube ich nicht. Ach, hätte ich doch all ihre Lügen durchschaut. Ah, fang vorne an, nicht irgendwo in der Mitte. Also beschloss ich, zur Feder zu greifen, um die bis dato verstörendste Geschichte meines Lebens niederzuschreiben. Es begann an einem frühen Morgen des Jahres 1898, als Sherlock Holmes mir anbot, ihn zum Marquis von Conningham zu begleiten. Watson, mein werter Freund, wir können jetzt gehen und den Marquis darüber in Kenntnis setzen, dass wir die samoanische Halskette gefunden haben. Und zwar deutlich schneller als Inspektor Baines, was mich zufrieden stimmt. Sie haben den Diebstahl wirklich aufgeklärt, Holmes? Und so schnell? In der Tat, Watson. Und glauben Sie mir, es war völlig unnötig, ganz London ins Visier zu nehmen, wie unser Freund Baines es wollte. Er brüstet sich ja gerne damit, dass seine Methoden den meinigen in nichts nachstehen, aber wieder einmal wurde er eines Besseren belehrt. Jetzt begleite ich Sie schon so viele Jahre bei Ihren Ermittlungen und hätte eigentlich gedacht, dass ich Ihren Gedankengängen mittlerweile folgen kann. Aber ich muss zugeben, dass ich in diesem Fall absolut gar nichts verstehe. Ach, Sie sehen zwar, Watson, aber Sie nehmen nicht wahr. Darin liegt der Unterschied. Die Sache ist doch sonnenklar. Sonnenklar? Mitten in der Nacht, als jeder tief und fest schläft, klingelt die Glocke in diesem Zimmer und alarmiert die Bediensteten. Sie ziehen sich schnell an und eilen zur Tür, aber sie ist verschlossen und strenger Brandgeruch steigt aus dem Zimmer empor. Einige Sekunden später kommt auch schon der Herr des Hauses, der Mann der bestohlenen Marquise, Marquis von Conningham, und schließt mit dem einzigen Schlüssel die Tür auf. Im Zimmer ist ein Feuer ausgebrochen. Aber sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen, um den Brand zu löschen. In diesem Moment merkt der Marquis, dass die berühmte samoanische Halskette, die noch vor wenigen Stunden sicher in einer Vitrine aufbewahrt wurde, verschwunden ist. Verifizieren wir meine Theorie, bevor Inspektor Baines hier eintrifft. Sie steuern Sherlock Holmes, meine lieben Leute, und damit herzlich willkommen. Ein neues Let's Play, ein Sherlock Holmes Let's Play. Hier wird noch die Maus da gezeigt, ne? Aber ich spiele mit dem Gamepad. Das hatte ich ja, glaube ich, in meinem Log schon angekündigt. Und so, ich muss mal ganz kurz das anknipsen, so. Ich will mal ganz kurz hier, seid mir nicht böse, meine lieben Leute, mal ganz kurz auf die Optionen gehen, ob das mit der Lautstärke noch so ist, wie ich das eingestellt hatte. Ja, das sieht aber gut aus. Gut, dann nehmen wir mal das an und gehen dann mal auf Fortsetzen. Ne? So, bitte sehr. So, oh, ja. Und damit, liebe Leute, herzlich willkommen. Sieht das denn nicht wunderschön hier aus? Ich bin total begeistert. Das Umdrehen ist ein bisschen... Ich kann das leider nicht anders einstellen. Die Maus-Sensibilität lässt sich zwar einstellen, aber das Pad leider nicht. Aber ich denke mal, das kriegen wir irgendwie hin. Aber guckt euch das mal an. Das sind doch total schöne Farben. Hier ist alles wirklich wunderschön. Wir sind jetzt bei irgendeinem Marquis und müssen hier irgendeinen Quatsch machen. Ne? Und ich sag nochmal ganz herzliches Willkommen hier zum neuen Sherlock Holmes Let's Play. Ihr wisst ja, ich bin ein riesiger riesengroßer Sherlock Holmes Let's Play Fan, beziehungsweise ein Sherlock Holmes Fan, ne? Ich hab's gelesen, ich hab's gehört, ich hab's gesehen, ich hab alles, ne? Hier der gute Mann, ne? Von Sir Arthur Conan Doyle seinerzeit geschrieben und da der gute Watson treu an seiner Seite, ne? Und wie gesagt, ihr wisst das, ich hab das bei meinem Let's Play, das Geheimnis der tätowierten Rose schon erwähnt, dass ich da wirklich ein totaler Fan bin und es freut mich sehr. Ich habe, glaube ich, auch fast alle Let's Plays, beziehungsweise alle Spiele von Holmes gespielt, bis auf das erste. Das erste ist ein Spiel gewesen, was ich auch nicht besessen habe. Egal. Ne? Die anderen habe ich alle durch, allerdings nicht Let's Played. Let's Played habe ich nur das Geheimnis der tätowierten Rose. Und das ist jetzt das zweite, das Testament des Sherlock Holmes, zu dem ich euch jetzt hier ganz recht herzlich willkommen heiße. Und ich bin ganz kurz hier schon mal gewesen, habe mich hier ein bisschen umgeguckt, aber das war's. Das Ganze ist für mich absolut blind. Und gut, wir sollen jetzt mal hier mit Links uns die gewünschte Richtung schauen, beziehungsweise sollen wir gehen, machen wir mal. So geht der gute Sherlock. Oh. Sehen Sie sich die beschädigte Vitrine genauer an und drücken Sie. Ah, gut, dann gucken wir uns mal die Vitrine an, ne? Holmes, mein Freund, na, hier, geh mal, ne? Zim. Und so. Genau, ich drück mal A, da ist die Lupe noch blau. Die Glasscheibe wurde mit einem Diamanten aufgeschnitten, sauber und diskret. Hier wurde die Halskette aufbewahrt. Sehen Sie nur, wie klein die Öffnung ist und nicht ein einziger Fingerabdruck auf der Glasscheibe. Das ist phänomenal. Sie interagieren stets mit A. Nachdem ein Hinweis untersucht wurde, wird das Symbol grün. Ah, okay, wenn es grün ist, ist es, glaube ich, durchgedaddelt. Ne? Bewegen Sie Sherlock Holmes in die Nähe des linken Fensters. Sie sollten dort zwei Hinweissymbole gleichzeitig sehen. Oh Gott, ob ich zwei gleichzeitig sehe, ob ich das hinkriege? Liebe Leute, probieren wir mal. So, bitte mal ein guter Holmes. Die haben gesagt, wir sollen hier mal... Tatsächlich... Zwei gleichzeitig. Ich bin begeistert. Gut, dann gucken wir uns das mal an jetzt hier. Ne? Bestätigen. Okay, macht er erst den unteren. Machen wir mal. Alle Fenster sind geschlossen. Sie wurden nicht gewaltsam geöffnet. Okay, das andere. Gucken wir uns auch an, liebe Leute. Diese Spuren können nur von einem Diamanten stammen. Jemand hat versucht, das Glas aufzuschneiden, wurde dabei jedoch gestört. Der Dieb wollte also durch das Fenster fliehen, aber etwas kam dazwischen. Okay, gehen Sie zum Kamin dort. Sehen Sie auf der Lupe das Handsymbol. Entdecken können Sie mit... Ah, okay, zum Kamin. Hey, Watson. Aber ist so ein schönes Zimmer, ne? Gebt ihr doch zu, das hat doch echt eine Menge Stil, eine Menge Flair. Ich finde die Farben auch wirklich richtig schön. Ihr wisst ja, Farben sind für mich beim Fideo-Spiel sehr wichtig. Oh, das ist ein Handsymbol, genau. Gehen Sie, machen wir mal. Hier ist die Hand. So, klicke ich jetzt mal an auf die Lupe. Bestätigen. Klaut er jetzt eine Lupe. Wenn Sie die Gegenstände im Inventar untersuchen, aktivieren möchten, drücken Sie Y. Ah. Gut, da könnte ich die Lupe jetzt nehmen. Oh, sogar ein Taschenmesser dabei und ein bisschen Flammerei. Ne? Nehmen wir mal die Lupe. Okay, könnte ich die jetzt... Okay. Haben wir sie mal verschoben. Gut, verlassen wir mal, ne? So. In der Nähe des Flügels liegen einige Notenblätter auf dem Boden. Zum Aktivieren eines Inventargegenstands entweder im Inventar selbst oder direkt im Spiel drücken. Linker Button, rechter Button. Benutzen Sie die Lupe mit den Notenblättern des Flügels. Okay, so ein kleines Tutorial hier. Das ist eine ganz gute Sache. Holmes, mein Junge, ne? Die haben gesagt, wir sollen jetzt mal von wegen hier eine Notenblätter und so, ne? Stimmt, da ist ein Handsymbol wieder, ne? Flupp. Was haben sie jetzt gesagt? Linker, okay. Ah, da sind die Streichhölzer da oben rechts. Seht ihr das genau? Hier ist das Messer und hier ist die Lupe. Lupe, Streichhölzer, Messer, Lupe, Streichhölzer. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen mal die Lupe und machen jetzt hier mal Flupp. Untersuchen wir die zerknitterten Notenblätter, die vom Flügel gefallen sind. Suchen Sie nach Hinweisen. Okay, wir suchen mal nach Hinweisen. Ah, leuchtet da jetzt irgendwas auf oder so? Aha, was haben wir denn hier? So... Ah, da haben wir ein C, ne? Da haben wir ein C, und, beziehungsweise ein E und ein F, ein E und ein F, ein G, ein E und ein F. Ne? Meine Notenleserfähigkeit ist sehr beschränkt, weil sie sehr lange her ist. Ne? Aber gut, wir sollen jetzt hier, ich drücke jetzt mal hier auf Untersuchen. Hier ist nichts Interessantes. Okay, da ist nichts Interessantes, aber... Oh, das scheint ein Handabdruck zu sein. Diese Rußspuren stammen von einer winzigen Hand. Ich verstehe nicht, warum die Noten voller Ruß sind. Okay, drücken Sie zum Wechseln der Perspektive X. Ah. Okay. Ah, okay, da könnte man auch in der Ego-Perspektive spielen. Ja, könnte man mal probieren. Also wenn ihr das gelegentlich mal wünscht, dass ich das in der Ego-Perspektive spiele, könnte man mit Sicherheit mal umswitchen. Allerdings, ich bevorzuge doch ehrlich gesagt die Perspektive, ne? Weil da sehe ich den Holmes auch, und weil ich ein Sherlock Holmes-Fan bin, will ich den guten Mann auch sehen, ne? So, der Charakter bewegt sich schneller, wenn sie RT beim Laufen drücken. Okay, machen wir mal. Komm, lauf. Okay. Mit LT machen sie sich Sherlock Holmes sechstens. Ah, der hat einen sechsten Sinn. Okay. Ihnen wird dann ein Hinweis offenbart, den Sie bisher noch nicht entdeckt haben. Machen wir mal. Linke Taste. Ah. Sie können jetzt im Zimmer nach weiteren Hinweisen suchen. Okay. Machen wir mal. Oh, da ist eine Lupe. Gucken wir uns mal direkt an. Diese Dokumente sind nicht besonders interessant, auch wenn sie an den Minister für Seefahrt adressiert sind. An den Marquis höchstpersönlich. Okay, Minister für Seefahrt, okay. Was haben wir hier noch liegen? So, okay, komm mal, Holmes. So, guck mal. Dieses Aquarium wird nicht besonders gepflegt. Auf der Wasseroberfläche schwimmt ein toter Fisch. Stimmt. Das erinnert mich doch stark an, ne? Ich weiß nicht, wer von euch bei mir Sherlock Holmes, das Geheimnis der tätowierten Rose gesehen haben. Da ging es ja zum Ende auch um einen Fisch, ne? Allerdings um einen Piranha, ne? So, hier haben wir noch eine blaue Lupe, ne? Was ist das? Ist ach, eine Kerze, oder was ist das? Gucken, ne? Eine Kerze? Ah. Sie muss vom Kronleuchter gefallen sein. Okay, ist aber auch grün geworden, ne? Das Aquarium, okay, da gab es jetzt einen toten Fisch. Muss mal ganz in Ruhe um. Oh, schön hier, liebe Leute, das finde ich aber echt, ne? Oh, da kann man, da ist eine Hand. Okay, am Pavillon ist eine Hand, gucken wir mal. Hinter diesem Raumteiler kann man sich gut verstecken. Der Diebstahl erfolgte bei Nacht. Daraus schließe ich, dass sich der Täter einfach hinter dem Raumteiler versteckt und dann gewartet hat, bis er allein im Zimmer war. Okay, gibt es noch eine blaue Lupe? Wir haben ja gelernt, wenn es grün ist, ist fertig, aber blau heißt noch jaun. Insofern... Seltsam. Keinerlei Spuren. Dennoch bin ich mir sicher, dass der Täter sich hier versteckt hat. Okay, können wir sonst irgendwas finden hier? Okay, das ist grün, das ist auch grün, das ist auch grün. Hier, können wir ein bisschen Piano spielen? Ihr wisst doch, ich spiele so gern. Oh, da ist noch was. Alle Fenster sind geschlossen. Okay, das hatten wir aber schon. Sie wurden nicht gewaltsam geöffnet. Ich würde ganz gern ein bisschen Piano spielen. Darf ich hier ein bisschen... Komm, Holmes, du kannst doch... Ne, er will nicht. Die Leute, er will nicht, ne? Wenn er nicht will, will er nicht. So, was haben wir hier noch? Ja, okay. Das ist ein bisschen tricky, ne? Oh, das sind aber viele blaue Lupen. Okay, dann gucken wir uns das mal ganz in Ruhe an, liebe Leute. Als der Täter fliehen wollte, wahrscheinlich durch das Fenster, hat er den Schemel umgestoßen, der dann Feuer gefangen hat. Aber warum hat er nicht sofort versucht, das Feuer zu löschen? Das ist eine gute Frage, ne? Das, uns die mal an jetzt hier, ne, die Leute. Fußspuren. Passen Sie auf, dass Sie Ihre Hose nicht schmutzig machen, wenn Sie sie untersuchen. Nicht nötig. Das ist Ruß. Die Bediensteten müssen hineingetreten sein, als sie das Feuer gelöscht haben. Okay, da sind aber noch mehr. Blaue Lupen. Hier, ich bin blaue Lupensüchtig. Jetzt schon. Das Spiel fängt gerade an, liebe Leute. Merkwürdig. Einige Gegenstände wurden umgestoßen. Okay, da ist noch eine blaue Lupe. Das Feuer ist genau hier ausgebrochen, direkt unter der Klingelschnur. Wer auch immer an der Klingelschnur gezogen hat, muss den Fuß im Feuer gehabt haben. Außer er hat schon geklingelt, bevor das Feuer ausgebrochen ist. Aha. Komm, Holmes, geh mal. Ich will mal das in meine Ruhe... Ah, da ist noch ein blaues Dingsterbumster. Okay, gucken wir mal hier. Der Schrank wurde nicht geöffnet. Dort wurde die Halskette nicht aufbewahrt. Okay, ist auch grün geworden. Aber gut, okay, na, gucken wir uns mal ganz in Ruhe an hier, ne? Schön, der Kamin, ne? Gut, hat es ein bisschen gekokelt, ne? Das kann passieren, ne? Im Eifer des Gefechts, ne? Und, okay, grüne Lupe, alles hier voller grüner Lupen, ne? Aha. Auch schöne Bilder hier, ne? Echt ein tolles Haus hier, ne? Und der Marquis oder wer auch immer das gewesen ist, echt eine nette Hütte. Sonst irgendwas hier, ja. Hier noch ein paar Bilder schon angucken, ne? Ja, ein bisschen surreal, ne? Hier, ne? Holmes? Junge? So, okay. Ja, schön. So ein bisschen Kaspar David Friedrich da oben, ne? Alle Achtung hier, die Seepferdchen, ne? Als Säulen fürs Aquarium, ne? Also ist schon schön gemacht, liebe Leute, muss man sagen. So, kann ich mit dir mal quatschen hier, Watson? Alter, was hast denn du zu verkaufen? Ihr wisst ja, an dem ersten Homestead-Play, was ich gemacht habe, ne, da musste man immer viel quatschen und ich quatsche ja auch ganz gerne, deswegen würde ich sagen, wir quatschen jetzt mal den guten Watson an. Mr. Watson, Dr. Sir. Was meinen Sie, Holmes? Untersuchen wir das Zimmer, bevor die Polizei eintrifft. Vielleicht können wir ja etwas Licht ins Dunkel bringen. Was meinen Sie, Herr? Okay. Untersucht. Okay. Man kann das auch wegklickern, das ist gut. Aber da oben, sind hier die Kerze vielleicht da von dem Kronleuchter gekommen? Aha. Haben wir denn sonst noch irgendwas? Sollen wir den sechsten Sinn mal probieren? Komm, wir testen das mal, was da so rumkommt. Und? Ah, es geht die Lupe auf die blaue Lupe auf die Tür. Gut. Aha. Pling. Da würde ich sagen, hier, was bist du für eine, ne? Nette Dame, ne? Ja. Hast einen schönen Efeu in der Hand. Dann würde ich sagen, wir klicken jetzt mal hier auf diese Türe. Als die Bediensteten durch die Glocke alarmiert wurden und schließlich zur Tür kamen, wurden sie Zeuge von dem Diebstahl und dem Feuer, sahen allerdings nicht den Täter. Diese Tür ist nur schwer aufzubekommen und nur der Marquis besitzt einen Schlüssel. Der Dieb konnte also erst aus dem Zimmer gelangen, als die Tür von den Bediensteten geöffnet wurde. Ah, Mr. Holmes, Sie sind schon da. Guten Morgen, Inspektor. Sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Haha, Scotland Yard ist auf Zack und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber sagen Sie, Mr. Holmes, diesen zufriedenen Gesichtsausdruck kenne ich doch. Haben Sie den Fall schon gelöst? Gut möglich. Wir haben die recht ungewöhnlichen Fußspuren des Diebs nachverfolgt. Ein wahrer Akrobat. Aber was ich nicht verstehe, als die Bediensteten das Zimmer betreten haben, war niemand zu sehen. Ein Akrobat vielleicht, aber unsichtbar? Glaube ich kaum. Die einzige Erklärung ist, dass der Dieb entkommen konnte, bevor die Bediensteten das Zimmer betreten haben. Ich weiß zwar nicht wie, aber das ist die einzige Möglichkeit. Ein halber Punkt für den Doktor, 0 Punkte für den Herrn Inspektor. Es freut mich, dass Sie Ihren Spaß haben, Mr. Holmes. Dann erklären Sie doch mal, wie es war. Dr. Watson lag mit dem Akrobaten richtig, aber unsichtbar war er nicht. Und Ihre Vermutung, Mr. Baines, ist falsch, da sich der Dieb noch im Zimmer befand, als die Bediensteten es betreten haben. Erklären Sie in Gottes Namen, wie es sich zugetragen hat, Mr. Holmes. Watson, wie kann ein Dieb mitten unter 8 Personen übersehen werden? Ich weiß es nicht. Vielleicht war er sehr klein. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter, Holmes. Richtig, er war sehr klein. Klein und außergewöhnlich gewandt. Denken Sie etwa an einen Affen? Und dressiert noch dazu. Ohne Zweifel ein Leontopithecus rosalia aus Mittelamerika. Der Affe versteckte sich für mehrere Stunden im Zimmer und wartete geduldig auf das Signal seines Besitzers. Als die Nacht hereinbrach und das Zimmer leer war, ertönte ein hoher Pfeifton. Und der Affe wusste, dass nun die Zeit gekommen war, das zu tun, wofür er dressiert wurde. Er verließ sein Versteck und öffnete die Vitrine mit der Spitze eines Diamanten, um die Halskette herauszunehmen. Er lief über den Kamin in Richtung Fenster, stieß dabei jedoch den Schemel um, der wiederum den Kaminschirm mit hinunterriss und schließlich in Brand geriet. Der verschreckte Affe sprang vom Kamin, indem er sich von der Klingelschnur der Glocke abseilte und rief damit die Bediensteten auf den Plan. Er sprang dann zum Fenster und begann damit, mit Hilfe des Diamanten ein Loch ins Glas zu schneiden, wurde dabei jedoch von den Bediensteten gestört, die versuchten, ins Zimmer zu gelangen. Erneut bekam er es mit der Angst zu tun. Er lief hinüber zum Flügel und warf dabei die Notenblätter auf den Boden, bevor er sich im Kronleuchter versteckte, wobei er eine Kerze hinunterwarf. Schließlich gelangten die Bediensteten und der Marquis ins Zimmer, ließen dabei aber die Tür auf, während sie das Feuer löschten. In diesem Durcheinander gelang es unserem kleinen, gewandten Dieb, durch den Gang zu entkommen. So einfach war das. Eine brillante Schlussfolgerung. Bravo, Holmes. Und die Halskette? Ich kann sie von hier aus sehen, meine werten Freunde. Sie befindet sich direkt vor uns. Wir haben das Zimmer von oben bis unten durchsucht, Holmes. Wie sollen wir sie also übersehen haben können? Indem wir dem einzigen Opfer dieses Kriminalfalls keine Beachtung geschenkt haben. Welches Opfer? Niemand ist zu Tode gekommen. Doch Watson, ein armer Goldfisch, für den das Schicksal vorgesehen hatte, von einer der wertvollsten Halsketten ganz Englands erdrückt zu werden. Das Aquarium befindet sich direkt unter dem Kronleuchter. Ich verstehe. Der kleine Affe hat sich die Halskette wahrscheinlich umgehängt und sie dann verloren, als er vom Kronleuchter gesprungen ist. Sie ist dann ins Aquarium gefallen, wo sie immer noch liegt. Marquis, hier haben Sie Ihre Halskette. Etwas nass, aber unversehrt. Mr. Holmes, mit dieser brillanten Demonstration wurden Sie Ihrem Ruf mehr als gerecht. Ich danke Ihnen vielmals, Marquis. Möchten Sie sich von der Echtheit der Halskette überzeugen? Nein, ich erkenne sie wieder. Ich habe schon viele Stunden damit zugebracht, sie zu bestaunen, müssen Sie wissen. Gut, ich lege sie lieber in den Schrank und... Inspektor, gerade wurde eine Bank überfallen. Sie müssen unverzüglich mitkommen. Befehl von Scotland Yard. Was sind das nur für Zeiten? Meine Herren, die Pflicht ruft. Ich empfehle mich, Marquis. Ach, und Mr. Holmes, wie immer gute Arbeit. So, die Halskette ist im Schrank. Die Sache hier hat uns lange genug aufgehalten. Auf nach Hause, Watson. Gut, wie Sie meinen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Marquis. War mir ein Vergnügen, meine Herren. Und nochmals, danke. Okay. 221b Baker Street, darf ich vermuten? Watson? Holmes? Die Lupe dreht sich? Ein Feuerchen im Kamin. Knistert so schön. Watson? Die Zeitung von heute Morgen. Holmes, haben Sie den Artikel über Sie gelesen? Nein, Watson, noch nicht. Und ich habe auch keine Zeit. Lesen Sie ihn, bevor Sie gehen. Er ist empörend. Wenn Sie darauf bestehen. So, meine lieben Leute. Meine lieben Sherlock Holmes Leute. Und, weiß ich nicht, ich glaube, mein Pad ist gerade ausgegangen. Moment, fortsetzen. So. Hier, so, da ist es wieder, ne? Schläft gelegentlich mal ein. Ich sag jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge, das ist doch ein bisschen Überlänge, aber ich dachte mal, ne? So den ersten Deduktionsfall wollte ich euch schon komplett einmal geben, ne? Hier seht ihr den guten Holmes, da ist der gute Watson, der ein bisschen irgendwie eine schlechte Laune zu haben scheint. Warum auch immer, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, erfahren, sehen, wie auch immer. Ich finde das total schön, ich finde das auch von den Farben super toll gemacht und ja, bin mal sehr gespannt, was da so auf uns zukommt. Wie gesagt, es ist ein Blind Run und das mit dem Affen kannte ich schon mal von Edgar Allan Poe, ne? Ein bisschen abgewandelt und das mit der Perlenkette. Wer die 3 Fragezeichen kennt, ne? Da geht es auch irgendwann mal an einem, was weiß ich, irgendein Dolch oder irgendwas oder irgendeine Figur, die mit Glas, aus Glas ist und irgendein Schwimmbad ist, weil Wasser, Glas und so. Und das ist viele Parallelen, finde ich gut. Liebe Leute, mit dem Blick auf Holmes, ne, und den guten Watson sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und Verbleibe. Wie gehabt, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker, ciao, ciao, sagt euer Spilkin45 Sherlock John Watson. Holmes.